Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei Die Sims 2, die 100 Baby Challenge. So, ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, ob Antonia, jetzt zum Schluss nochmal schwanger ist oder nicht. Das muss ich jetzt gerade mal nachgucken. Express, okay. So, wegräumen. Dieses Kind macht gerade das hier. Okay, dann benutzt du das mal und dann brauchst du Spaß. Bild verschwinden lassen, Bild verschwinden lassen, Bild verschwinden lassen. Warum kannst du hier nur alle Bilder verschwinden lassen? Was geht mit dir? Ah, okay, dann Spiel. Keine Aktion verfügbar. Scheiße. Wer bist du? Leon, Kind tragen. Reparier das mal bitte. Du gehst dann erstmal kurz Fernsehen. Du gehst auch Fernsehen, damit du Spaß bekommst. Du, mein Lieber, gehst duschen. Achso, nee, warte mal, du machst das gerade sauber. Du schläfst. Oh. So, servieren bitte. Alle sind beschäftigt. Mehr oder weniger. Bei dir kommt auch der Bus in einer Stunde, gell? So, warte mal, mach mal hier Unkraut jeden, bitte. Du stehst auch bitte auf. Ach so, du. Ah! Wird nur einem Tag erwachsen. Oh je. Okay, warte mal, du wirst dann jetzt noch hier helfen. Auffüllen und beschneiden und keine Ahnung, was alles machen. Post holen. Du hilfst jetzt noch. Und dann wird Jonas demnächst ausziehen. So, wir brauchen aber auch nichts. Wir wollen angeln gehen. Alter. Ja, wir werden den Angelausflug doch nochmal irgendwann machen müssen. So, du hast eh auch Spaß. Sehr schön. So, du legst das Kind bitte wieder ins Bett. Und, keine Ahnung, gehst in die Schule. Du gehst auch in die Schule. So, in die Schule, in die Schule. Du gehst jetzt auch zuerst in die Schule noch, bitte. Du beschneidest dann die Dinger hier bitte noch. Aha, dir ist schlecht, voraussichtlich. Aha, wo geht sie denn jetzt hin? Sie, ja, bin ich schwanger vielleicht? Irgendwie ist mir schlecht. Ich gehe mal zum Klo hin, ganz bequem und gehe kotzen. Ja. Madame, warte mal. Wenn du jetzt schon hier oben bist, säubern, abziehen, Bett machen, Bett machen, Bett machen. Und dann, wenn man das kannst du jetzt dann hier machen. Essen, okay. Das Reparieren. Okay, du musst auf alle Fälle helfen. Helfen, 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 helfen. Was nur geht, helfen. Am besten das Essen hier auch gleich wegstellen und so. Bevor das schlecht wird. Das Essen. Die Rechnung bezahlen, reparieren. Ich meine, ich finde es ja krass, dass wir eigentlich nur so eine kleine Rechnung haben, gell? Ah, und du freust dich, gell? Ja. Okay, das ist jetzt dann aber auch das letzte Kind von Antonia. Das heißt, wir werden dann demnächst entweder hier mit Wendy oder mit Gisela weitermachen. Da ist halt immer noch die Frage, mit wem wollt ihr denn genau weitermachen? Wer ist euch lieber, die ältere Tochter oder die jüngere Tochter? Bei der jüngeren müsste man halt noch ein bisschen warten, bis sehr lang warten eigentlich. Oder soll ich das Ganze splitten oder keine Ahnung wie machen? Ich überlege jetzt gerade, zählt es eigentlich auch, wenn ich gleich mit beiden Mädels mitmache? das wird das Ganze ein bisschen beschleunigen, aber ist ja wurscht, ist ja wurscht.
Ich meine, ja, beschleunigen wird's. Lagabu! Bup. Okay, passt. Du hast ein Bäuchlein bekommen und... Ja, keine Ahnung, Vorhang weiter fertig, mach das mal. Ja, du freust dich eh immer, wenn du irgendwas wegräumen kannst. Hier, reparieren. Ist erstmal fertig, Junge. Ist erstmal fertig. Eins nach dem anderen, ganz ruhig hier. Ich weiß nur, dass Jonas dann ziemlich bald mal ausziehen muss. Ja, wie gesagt, das wäre dann halt noch gut zu wissen, wenn wir das irgendwie noch regeln können, ob ich jetzt schlussendlich mit Gisela oder mit Wendy weitermache. In den Regeln, die ich mal gelesen hatte, war es, ich weiß gar nicht, ob das jetzt in meinen Regeln auch drin steht oder nicht, ich müsste selber nachlesen, aber stand drin, oder ich meine mich daran zu erinnern, dass drin stand, dass man... Auwe. Ah, Conita. Hier, probier noch ein paar Mal. Und dass man eigentlich mit der jüngsten Tochter dann weiterfahren, also fortfahren müsse, sollte, tun, machen soll, keine Ahnung. Und, ja, drum eben die Frage. Oh, er hat Angst, schlecht aufzuwachsen. Also gar so begabt ist er. Oh, okay. Üben. Schau, jetzt hat er hier wenigstens Spaß. So, wie geht's dir? Kannst du eigentlich noch irgendwas zum Mittagessen? TV-Snack. Viele zubereiten. Zubereiten. Gruppenmahl. Gefüllte Waffen. Nudeln mit Käsesoße. Mach das mal bitte. Achso, leeren. Müll rausbringen. Müll rausbringen. Und schau mal zu, dass wir genügend zum Essen haben. Jonas muss arbeiten auch noch. Nein. Sollte ich ihn gleich, also sollte er gleich die Ding verlassen? Ich weiß nicht. Eigentlich möchte ich das nicht sofort machen. Aber wenn er jetzt dann nochmal älter wird, dann hat er ja Geburtstag auch gleichzeitig. Das ist nun mal so. Allerdings wäre halt nochmal Kohle bekommen auch nicht schlecht. So, warte mal. Du das nochmal servieren. Das abspülen. Wir werden heute einfach mal... Oh, warte mal. Genau. Kann ich nicht irgendwie Urlaub nehmen oder sowas? Urlaub buchen, Immobilien anrufen, Arbeit. So. Die Arbeit wirst du anrufen. Reste weglegen, Reste weglegen, Reste weglegen. Wie geht's dir? Wobei, warte mal, einmal Reste weglegen kannst du lassen. Krank melden. Was? Leon hat heute frei. Nein, und du hörst dich gar nicht krank an. Willst du wirklich krank feiern? Ja. Lol. So. Reste weglegen, Reste weglegen. So, warte mal. Du brauchst heute Spaß. Bild verschwinden lassen. Kannst du jetzt auch hier nur Bilder verschwinden lassen oder was? Hier, weitermalen bitte. So, wann bist du mal fertig? Das dauert noch ein bisschen, gell? Ich weiß nur, dass du auf alle Fälle hier dann essen solltest. Benutzen, duschen und dann gehst du am besten schlafen. Okay, du schaust gerade zu, dass du Ding bekommst.
So, warte mal, hier. William wieder. Oh, warte, 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 warte. Das Kind stinkt. Windeln wechseln. So, dann benutzen Duschen. Jonas. Genau, du machst sie noch ein bisschen sauber. Wegwerfen. Franz, Dorn und Werner Tellermann. Ah, warte mal, du musst arbeiten fahren, Mädel. Mädel, du musst arbeiten fahren. Ich denke mir, wieso hupen das die ganze Zeit immer noch? Aber ja, hm. Vivi Ladish. Jenny Rossi. So, du gehst jetzt auch mal aufs Klo oder so. Was mit eurer Mutter? Die ist voll vertieft, gell? Bist du jetzt endlich fertig mit dem Scheiß? Ja, na endlich. Warte mal. Wo hat sie das jetzt? Hier, Vorhang. Den müssen wir verkaufen. 300 Simoleons. Nicht schlecht, nicht schlecht. Nicht schlecht. So, du isst jetzt. Dann gehst du, machst du deine Hygienesachen. Ja, das passt alles. So, dann machst du das mal leer. Müll rausbringen. Dann Giselas Hausaufgaben machen. Leons Hausaufgaben machen. Das ist super. Das ist einwandfrei. So, du kriegst bessere Noten. Ja. Ja, kann gut spielen, der Franz Dorn. So, du malst mal weiter, bitte, dass deine Kreativität weiterkommt. Bild verschwinden lassen, Bild verschwinden lassen, Bild verschwinden lassen, Bild verschwinden lassen. Okay, Mädel, mach du gleich mal deine Hausaufgaben. Oder warte mal, haben wir dir das eigentlich schon beigebracht? Ja, haben wir schon beigebracht, okay. Genau, du machst die Hausaufgaben noch von denen und dann musst du bitte ausziehen. Anrufen. College. Was ist mit dir, Leon? Fernsehen. Oder warte mal, kannst du hier weitermalen? Weitermalen. Ja, ich weiß, du brauchst Spaß. Ich möchte dir ja Spaß geben. Geht das? Schabo, durch kluge Investitionen haben wir 75 Simoleons bekommen. Nice. Nice, nice, nice. So, was hast du eigentlich? Hier. Okay, dann werden wir das jetzt erstmal machen. So, die Jungs, die machen das. Die werden dann eh schon mal glücklich. Du rufst dann dort an. Du bist bei der Arbeit. Genau. Und du brauchst dann, du musst dann auch Spaß haben irgendwie. Tanzen, üben, beobachten, tanzen. Irgendwie würde ich aber gern Kreativität weiter fördern bei dir. Oh, du hast erst einen Punkt. Okay, du hast erst einen Punkt. Ernsthaft jetzt? Warte mal. Weitermalen. Okay, dann kannst du das hier verschwinden lassen, bitte. Boah, wenn ich sie treffen würde, wäre es auch nicht schlecht, gell? Genau, Kreativität, Geiger. Ich weiß nicht, ob ich das hören will. Spitzig, Magda Spitzig. So, dann malen üben, bitte. Und du hast jetzt auch überhaupt keinen Spaß mehr, gell? Aber du ziehst jetzt eh aus. Schau, das hat sich wie ausgerechnet ist das jetzt. Aufs College-Gelände ziehen. Ja. So, du, meine Liebe. Bewundert werden. Ja, möchte ich. So, 26 Simoleons.
So, und du kannst es dann endlich mal schlafen gehen. Deck, Deck. Deck, Deck. So, Hand tragen, Hunger. Benutzen, säubern, Reste nehmen. Malen. Wie heißt die? Hertha? Hallo? Hertha Kaster, okay. Okay, also Leon ist jetzt weg. Nein, Jonas, nicht Leon. Jonas ist aufs College-Gelände gezogen. Leon hat bereits in einem Tag Geburtstag. Oh, eigentlich könnte ich ihn schon altern lassen, ja? Ja. So. Hast du schon Spaß genug? Okay, warte mal. Kannst du das Kind altern lassen eigentlich? Zudecken, rauslassen. Was? So spät ist es schon. Ich mach die Düse. Tschüss. Tschüss. Leon. Hausaufgaben machen. Okay, mach mal deine Hausaufgaben fertig. Du kannst auch mal hier Hausaufgaben noch machen. Moska. Ja, mal schauen, wann die Typen eigentlich nach Hause gehen, gell? Weil hier Gisela, also wenn ich vorrangig jetzt mit Gisela dann gleich anschließend weitermachen soll, die würde eh schon ein paar Kerle kennen, so rein prinzipiell, gell? Wobei, ich muss ihr dann eh den Ding wegnehmen. So, Harntrang. Dann gehen wir eben, warte mal, wir lernen die beiden jetzt mal kennen. Reden. Interessen. Reden. Ding. Umarmen, freundschaftlich, alles Mögliche. Ja, wie wäre es, wenn wir abhängen hier? Warte mal. Mädel, du wirst jetzt erstmal schnell aufs Klo gehen. Und dann würde ich einfach mal sagen, wir werden hier abhängen, oder? Das ist nur eine gute Idee. So, du kannst hier weitermalen, bitte. Du kannst dann auch weitermalen. Harntrank, Hygiene. Duschen, benutzen, weiter. Ich glaube, das Abhängen macht ja Spaß, glaube ich auch, oder? So. Genau. Bitten zu gehen, reden. Franz bitten, gemeinsam abzuhängen. Okay. Kommst du her? Kommst du her? Komm, 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 komm. Put, 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 put. Ja, du hast kein Trinkgeld bekommen. Tut mir leid. Oh, doch, du hast 100 Simoleons bekommen. Ernsthaft jetzt? Nicht schlecht. So, und bei dir geht der Spaß hoffentlich hoch. So, warte mal. Unterhalten. Rappen. Thema wechseln, mehr Umwelt, Verbrechen unterhalten, Essen. Gesundheit. Spielsachen, Reisen, Spielsachen. Wie, das macht gar keinen Spaß? Ernsthaft? Ernsthaft ist, das macht dir gar keinen Spaß? Okay. So, abheben bitte. Ein Meisterwerk verkaufen. Das wird sicher ein Meisterwerk. Alter. Wie weit bist du überhaupt schon mit deiner Kreativität? Schon recht weit eigentlich. Ja dann. So, weitermalen bitte.
Ah, wobei, eigentlich könntest du hier Reste nehmen und essen. So, warte mal. Fragen nach Date. Geht das? Reden, flirten, fragen nach Date. Werner. Franz. Franz! Franz, willst du ein Date mit mir haben? Ich möchte gerne ein bisschen Spaß haben. Nein! Ernsthaft? Wieso nicht? Okay, vorschlagen, übernachten. Wieso nicht? Oh je, warte mal, Sim, abchecken. Anmachen. Geht das irgendwie? Küssen? Erster Kuss? Ah, okay, das funktioniert gar nicht. Tratschen. Eieieiei. Hier, Junge, da bleiben, da bleiben. Wertschätzen, Rücken kraulen, vorschlagen, übernachten. Das hat er zwar eben gerade schon abgelehnt, aber. So, warte mal, dann lassen wir mal den Typen hier mal nach Hause. Also, den schicken wir jetzt mal nach Hause. Verabschieden von Franz. Schau, der lässt sich sogar durchkneten. So, weitermalen. Wie geht's denn dir jetzt? Es wird 23 Uhr. Du gehst jetzt mal bitte schlafen. Du, meine liebe Kleine, du gehst jetzt auch mal hier Reste nehmen. Umarmen, in die Arme springen. Geht das auch schon? Oh, ah, lol, okay. Okay, warte mal, Fragen. Geht das? Nach Date? Möchtest du ein Date mit mir haben? Schau, er möchte ein Date mit mir haben. Wie cool ist das denn? Ja, ich weiß, du brauchst Spaß. Flirten, Händchen halten. Hey, warte mal, was möchtest du eigentlich alles? Ja gut, ich werde jetzt hier wieder einen Cut machen. Wir sehen uns dann natürlich gleich bald in, also morgen in einer neuen Folge. Und ja, gut, das ist ein tolles Date. Das wird sicher in die Binsen gehen, aber ist so wurscht. Ja, wir sehen uns dann in einer neuen Folge wieder und bis dahin sage ich erstmal, ciao, ciao.